Genau. Was ist das? Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing-Video von mir, wie man unschwer an meinem Style erkennen kann. Und zwar habe ich über Instagram bei DM den Catrice Adventskalender gewonnen und deswegen kann ich den jetzt auch mit euch zusammen aufmachen. Mega geil, ja. Dann würde ich einfach mal sagen... Hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Achtung, Spoiler, ich werde alle 24 Türchen öffnen. Ne? Das nur kurz zur Info vorab. Und zwar ist es ein DIY-Adventskalender, das heißt ein Adventskalender zum Selbermachen. Hier habe ich in diesem Karton die verschiedenen Sachen drin, die man nun mal so braucht, um den Adventskalender zu basteln. Und zwar sind hier verschiedene Tütchen drin, das werden dann wohl 24 sein, was ich richtig gut finde, dass diese Tütchen nicht gebrandet sind, sprich, dass da nicht Fett Catrice oder sowas draufsteht, sodass man diese Tütchen dann auch wirklich weiterverwenden kann und für alles Mögliche verwenden kann und nicht nur für diesen Adventskalender. Mega geil! Dann hast du hier noch die ganzen Nümmerchen mit drin. Ich mach mal auf. So sehen die aus. Das ist schön, das ist Gold, die kann man dann auf die Tütchen draufkleben oder eben auf andere Tütchen oder wie auch immer man das machen möchte. Finde ich auch sehr, sehr praktisch. Und hier sind dann die ganzen Produkte drin. Und dann greife ich einfach mal blind rein und suche die alle raus. Ich kann euch natürlich jetzt nicht hinten alles dann so den großen Adventskalender hinstellen. Oh, aber die Schere sollte ich mal eben wegnehmen. Die stört dann doch so ein bisschen das Bild, ne? So, dann würde ich einfach mal sagen, ich lege los und fange an mit diesem wunderschönen weinroten Nagellack. Das ist It's a Berryful Day Nummer 35 von Icon Nails. Ich mag diese Reihe unheimlich gerne, weil die so langanhaltend ist. Und ich trage die auf den Füßen, deswegen kann ich solche Farben sehr gut gebrauchen. Finde ich toll, richtig toll. Dann haben wir hier ein Light and Shadow Contouring Blush. Boah, richtig toll. Ich mag es, verschiedene Blushes auszuprobieren und verschiedene Geschichten in meinem Gesicht zu haben. Und ja, das ist jetzt neu, das werde ich ausprobieren. Oder ich werde es an meine Mama weitergeben. Mama, nicht zuhören. Die hat sich nämlich von mir zu Weihnachten eine Beautybox gewünscht, die ich ihr selber zusammenstelle. Vielleicht wird das reinwandern. Ich habe gar nichts gesagt. Oh nein! Oh nein! Ich habe nichts gesagt. Sag's nicht weiter. Dann habe ich hier drin, was ist das? Ein Lippenstift. Rouge à lèvres. Hä? Gehst du auf? Achso, das ist erstmal so matt schwarz von außen. Das ist hübsch. Ach, guck mal. Das ist auch so eine weinrote Farbe. Die passt dann auch perfekt zu diesem Nagellack. Gut, wenn man die auf den Füßen trägt, dann sieht man das nicht so. Aber finde ich schön. Riecht auch gut. Riecht schön süß. Ja, die... Den ersten Swatch, wenn man den macht, ich finde, der ist dann immer so ein bisschen krümelig, aber ist eine schöne Farbe. Mag ich leiden. Sieht man, ne? Dass ich solche Farben mag. Nee, den mag ich wirklich gerne leiden. Ist toll. Dann habe ich hier ein Concealer. Retouch Anti-Red. 18 Stunden Moisturizing. Gucke mal. Color Correcting Green Concealer that optically neutralizes skin redness. Und nochmal auf Deutsch. Farbkorrigierende grüne Abdeckcreme, die Hautrötung optisch neutralisiert. 18 Stunden Feuchtigkeit spendend. Interessant, habe ich noch gar nicht sowas. Kann man mal ausprobieren, ne? Ja. Interessante Produkte hier drin. Ich habe das gar nicht mehr so auf dem Schirm, was alles in diesem Adventskalender drin ist. Ich habe auch schon mal das ein oder andere Unboxing dazu gesehen, aber ich kann mich gar nicht so gut daran erinnern. Dann habe ich hier von Catrice. Claudia, es ist ein Catrice Adventskalender. Natürlich sind da nur Catrice-Produkte drin. Ah! ja, ich habe hier so einen Pinsel mit drin. An den kann ich mich erinnern. Da haben die auch gesagt, merkwürdig. Auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. 2-in-1 Gesichtspinsel zum makellosen Auftrag unterschiedlicher Texturen. Die Seite mit dem schwarzen Synthetikhaar eignet sich ideal für Pudertexturen, während die flache Seite mit hellen Pinselhaaren für einen Auftrag von cremigen Texturen dient. Genau, das fand ich auch ganz, upsala, ganz interessant. Aber ja, weil es halt schwierig ist, ne? Also es fühlt sich schön an, aber ich denke, dass ich das quasi als eins verwenden werde. Ich weiß es nicht. Es ist halt schwierig, weil ich trage meistens meine Sachen so auf und nicht so. Wisst ihr, was ich meine? Naja, aber hier steht halt auch auf dem Pinsel nochmal drauf, das ist eine for cream.
man das? Ja, ne? Und vor Powder. Das steht da drauf. Ja. Ja, witziger Pinsel würde ich mir aber so im Laden definitiv nicht kaufen. Ein The iMatic, nein, iMatic Eye Powder Pen. Eye Powder Pen? In der Farbe 040, Keep Calm and Love This Color. Puderlidschattenstift inklusive Applikator für eine einfache Anwendung und perfektes Verblenden. Cremige, langanhaltende Textur. Hm? Ja, okay. Keep Calm. Wo kommt denn das raus? Muss ich das aufdrehen? Huch! Guck mal, das ist so ein Puffelding. Ach, und hier ist das Ding. Also hier ist die Farbe drin. Und hier ist das Puffelding. Und dann puffelt man sich das auf sein Auge drauf. Oh, das ist schön. Das ist schön. Die Farbe mag ich. Das ist schön. Das ist so nudig, glänzend. Das ist meins. Das finde ich toll. Ja. Ja, ich bin halt nur skeptisch, ob man die Farbe dann auch immer da oben rauskriegt. Interessantes Produkt. Und ich hoffe, dass es nicht zu sehr in die Fältchen fliegt, wollte ich schon sagen, kriecht. So, hier haben wir drin von Catrice. Ich liebe die Mascaras von Catrice. Ja, das ist eine Comp Brush. Eine Combi Brush vielleicht? Lash. Ich kann es nicht. Lash Dresser Comp. Volume and Length. Ich kann das nicht aussprechen, was da steht. Das schreibt sich wirklich D-R-F-S-S-E-R. Kann ich nie aussprechen. Tut mir leid. Aber ist auf jeden Fall was für meinen Mascara-Test. Was eine komische Bürste, oder? Die sieht echt komisch aus. Na, wenn das hilft. Ich werde es ausprobieren. So, dann habe ich hier wieder von Iconails in der Farbe Milky Bay. So eine weiße Farbe. Die werde ich definitiv nicht benutzen. Ja, weil das nicht auf den Füßen aussieht, finde ich. So ganz weiß. Ich weiß nicht, vielleicht aber auch im Sommer, aber ich habe nie so richtig braune Füße, sodass es gut aussehen könnte. Na, bin da ja skeptisch. Dann ist hier mit drin Liquid Lip Powder Metal Matte. Metal Matte. Ach, was ist das denn bitte schon wieder? Riecht gut. Das ist wahrscheinlich sowas ganz, ganz krass Glänzendes, ne? Oh Gott, ja, schön. Liquid Lip Powder. Und vielleicht trocknet das ganz toll an, aber es sieht so relativ fleckig aus. Bin gespannt, wie es auf den Lippen aussieht. Aber sieht witzig aus, oder? Hm? Ja. Flüssige Formulierung mit einem pudrigen, langanhaltenden Ergebnis und matt-metallischen Effekten auf den Lippen. Ja, läuft. Süß. Light and Shadow Contouring Blush. Noch ein Blush. Ach, das sind verschiedene Farben. Das andere war etwas pinkiger, das hier ist etwas peachiger. Je nachdem, was man so für eine Gesichtstönung hat oder so. Finde ich ganz cool. Dann habe ich hier einen Lippenstift drin, denke ich mal. Ein Lippenstift in der Farbe 420 Plum Fiction. Das ist die Farbe so ziemlich genau wie die, die ich auf meinen Lippen habe. Riecht, oh, riecht der gut. Riecht super süß. Oh, toll. Werde ich jetzt nicht swatchen, weil ich ihn wahrscheinlich weitergeben werde. Weil ich habe die Farbe ja schon offensichtlich, ne? Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber toll ist es auf jeden Fall. Dann habe ich hier Lip Dresser Shine Stylo. Cremiger Stylo-Lippenstift für strahlende Farbe und perfektionierte, voller aussehende Lippen. Für Farbabgabe Endstück klicken. Hier hinten. Achso, in der Farbe 040. More than pinkyful. Ui. Ach, den klickt man sich so hoch, ne? Meine Herren, da klickt man sich ja einen Wolf. Ui, ui, ui. Ui, das ist pink. Das ist pink. Das ist cool. Oh mein Gott. Oh, aber der riecht so gut. Ja, schön. Also der sieht auch sehr, sehr schön cremig aus. Den werde ich mal ausprobieren.
Der riecht so gut. Und das sieht so hübsch aus. Dann habe ich hier wieder so einen Lippenstift drin. In der Farbe Ultimate Stay 150 Chocolate Kiss. So ein brauner Lippenstift ist das. Den werde ich auch weitergeben, weil ich habe so eine Lippenstiftfarbe bereits. Ach, das ist noch so einer zum Hochpumpen. Ah, okay. Ja. Der ist jetzt etwas weniger pinky, würde ich mal so sagen. Ja, der gefällt mir schon besser. Der sieht etwas natürlicher aus, geht ein bisschen mehr ins Peachige. Ja, den kann man auch so im Alltag tragen, würde ich mal so sagen. Aber eine schöne Textur. Es glänzt auch so ein bisschen, weil das halt sehr cremig ist und sehr fliegend dann wahrscheinlich auch. Dass es die Lippen halt nicht so austrocknet, das finde ich dann auch wieder cool. Dann habe ich hier noch eine... So, jetzt habe ich auch den Deckel rausgeholt, weil die haben ja diesen Abziehdeckel immer. Von Ico Nails in der Farbe 27 Lana Del Rey. Lana Del Grey. Den werde ich auf jeden Fall weitergeben, weil sowas auf den Füßen sieht ganz furchtbar aus. Finde ich. Meine Meinung. Dann habe ich hier Camouflage Cream von Catrice. Schon wieder gesagt. Anti-Shadow. Die wird auch weiter wandern, denn ich mag nicht so gerne diese Creme-Concealer. Das ist nicht meine Welt. Und diese Farbe ist auch nicht meine Farbe. Das ist mir zu gelbstichig. So, dann habe ich hier noch mit drin... Ist das ein Lidschatten? Ja, das ist ein Mono-Lidschatten. In der Farbe 050 La Vie en Rose. Da ich keine Mono-Lidschatten verwende, wird auch dieser mich verlassen. Deswegen werde ich den auch leider nicht swatchen. Guckt auf jeden Fall... fleißig meine Videos. Es wird gerade im Dezember einige Verlosungen noch geben. So, dann habe ich hier eine Camouflage Cream Wake Up Effect. Auch das wird weiter wandern, weil das ist auch ein Creme-Concealer. Dann habe ich hier eine coole Farbe. Da weiß ich nicht. Für den Sommer ziemlich geil irgendwie, aber irgendwie auch nicht. In der Farbe 08 Catch of the Day geht vielleicht weiter. Weiß ich noch nicht. Als nächstes habe ich hier einen Retouch Brightening Concealer. Wir hatten ja eben schon so einen grünen. Und das hier ist jetzt ein Brightening Concealer. Das eine war gegen... Ich denke, der grüne ist gegen Rötung und der hier ist gegen... dunkle Schatten. Vielleicht. So, wenn man diese Komplementärfarbengeschichte immer so sich überlegt. So, als nächstes habe ich hier noch einen Monolidschatten drin. Auch der wird weiter wandern. Hier ist er. Das ist in der Farbe 030 Diner en Blanc. Also ein sehr weißlicher, cremefarbener Lidschatten. Dann habe ich hier einen Lipdresser. Oh, der ist schön dunkel. Entweder 060 oder 090, je nachdem, wie man zählt. 060. Surf and Turf in Grape Town. Das ist die Farbe. Ein etwas dunkleres Rot, deswegen wird er auch weiter wandern, weil ich habe ziemlich viele in Dunkelrot. Als nächstes habe ich eine Prime and Fine Professional Contouring Palette. Ja, die wird weiter wandern und ich weiß auch schon ganz genau, an wen die weiter wandern wird. Ah. Mama, ich hab dich ganz doll lieb. Definitiv. Ja, das ist doch mal eine coole Sache, oder? Da kannst du mit konturieren und highlighten und hast alles in einer kleinen Palette mit drin. Ja, ich weiß nur nicht, ob es vielleicht ein bisschen zu dunkel ist. Das werden wir mal ausprobieren. Bin ich gespannt. Das ist wahrscheinlich das Produkt gewesen, was man so als DIY-Kalender so für Nikolaus reinmachen könnte. Und hier ist das Produkt, was wahrscheinlich bei Heiligabend reingekommen wäre. Das ist von Catrice. Das ist eine Professional Makeup Techniques Face Palette. Da hast du alles drin. Du kannst dich konturieren, blushen, brushen, highlighten, stroben,
Strome, was auch immer Strome ist. Und hier sieht man dann nochmal die ganzen Farben drin, einen großen Spiegel hast du damit bei, einen Pinsel, den kein Mensch benutzen wird. Ja, das sieht auf jeden Fall total interessant aus. Ach, Strobing ist dann quasi so eine Art Creme-Highlighter. Matte Cream und Silber, ja, Highlight Silber, Highlight Gold. Genau, da steht hier auch nochmal alles auf dieser Foliengeschichte mit drauf. Das war's. Das war tatsächlich der Catrice DIY Adventskalender. Ich blende euch hier mal den Gesamtwert der Produkte ein. Der Kalender kostet, glaube ich, so im Laden, wenn man den kauft, ca. 35 Euro. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann... erst wollte ich sagen, ich finde den Kalender eigentlich ganz cool. Also hätte ich mir so jetzt ehrlich gesagt nicht gekauft für den Preis. Aber ich finde die Produkte, jetzt wo ich sie gewonnen habe, eigentlich ganz cool. Ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch ganz einfach gut gehen. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Ja, ich verlinke euch hier oben einmal meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2018. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich kostenlos abonnieren. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!